Hallo, hier aus Saarbrücken, aus dem Billa-Café Miro in der Saargemünder Straße 107. Wir sind hier bei einem Mannschaftsturnier gespielt im Mannschaftsmodus. Zwei Spieler, zwei Einzel und ein Doppel. Das Gesamtausspielziel ist auf 7 Gewinnspiele, wobei die Einzeln immer auf jeweils 2 Gewinnspieler angesetzt sind. Entsprechend länger oder kürzer geht dann halt auch das Doppel. Gebreakt hat hier gerade der Jörg Schmidt. Jörg Schmidt spielt für den BC Breakers 2 Brücken. Sein Mannschaftskamerad heißt Jörg Schmidt. Heißt Marc Schmeer. Der Mannschaftskamerad von Jörg Schmidt heißt Marc Schmeer vom BC Landsweiler. Und da geht die Weise ab über Schliff, über die 9. So mit Ball in Hand für seinen Gegenspieler. Das ist der Ingo Nassal. Etwas viel Winkel auf die 5, dann wird schwierig mit dem Halten. Wird er wohl laufen lassen? Nein, dann nicht, da hält sie. Da lässt er die 8 aus. Die Chance für Jörg Schmidt von den BC Breakers 2 Brücken. Die 8 ist drin. Tja, somit 1:0. 1:0 für das Team Schmeer. Gut, die hat gepasst, die Stellung. Schauen wir mal das Side an. Das passt auch.
Schwer ist mit Laufefee oder Konterfee? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum? Da wollte er die 9. Tja, und wer zu viel will, der kann halt auch viel verlieren. Und das hat er jetzt in dem Moment. Er hat die Stellung verloren. Ja, und jetzt auch zudem noch die Weiße. Nee, die 9. Ach du liebes bisschen, ja. Okay. So, 2:0. Für die Mannschaft Schmidt, Schmeer gegen Hörmann, Nasal. So, jetzt haben wir ja auf dem Tisch endlich mal den Marc Schmeer vom BC Landsweiler. Schauen wir aber mal, wer hier das Anstoßrecht für sich entscheiden konnte. Das ist der Marc Schmeer, ja. Definitiv, die Kugel liegt näher an der Wande. So, im Hintergrund hier mit dem ersten Break. Marc Schmeer vom BC Landsweiler gegen Gerd Hörmann vom PBC Waldbronn-Karlsbad. Nö, ist nichts gefallen. Einstiegsball ist es auch nicht gerade, ja. Muss aufpassen, dass er keinen Durchstoß macht. Ja, deswegen ist er auch steil rein. So, also die Bedienungen sind hier, die sind wirklich sehr nett. Also muss man schon sagen, immer auf Zack hier, immer unterwegs und schauen, dass den Gästen hier wirklich an nichts, es an nichts mangelt. Weder Essen noch Trinken. Schön die Mitteltasche rein. Passt auf die Mitteltasche. Ein bisschen Winkel hat er, ja, zwischen der 6 und der 9 geht die 4. Schauen wir mal. Ja, gut, sehr schön, sehr gut gestellt von Gerd Hörmann. Bisschen gewackelt, aber drin. Uiuiui. Ja, er hat ziemlich dicht dran gelegt hier. Versucht damit nach Sicherheit hier auszusteigen und ich glaube, dass die 8 geht. Ich vermute mal, dass die 8 geht, ich glaube, oder? Weiß man nicht, sieht man nicht. Das ist. Also den Spiel. Nee. Lagen doch noch zu weit auseinander. Aber gut, jetzt ist die Möglichkeit, irgendein Gerd Hörmann hier. Der muss jetzt aber hier warten, wegen Nachbartisch. Da wird ja auch gespielt. Das ist der Bruno Ernst, der am Nachbartisch.
Ja, jetzt schaut er sich die 6 für die Mitteltasche an. Passt. Das geht mit dem Konter-Fehler, kann er die Weiße auch unten halten. Ja. Aber da muss er sauber spielen. Das war zu schnell. Das war zu schnell vom Gerd Hörmann. Da sieht man hinten die Anzeigetafel 2:0 für das Team Schmidt-Schmeer. Da weiß er noch nicht recht, was er damit machen soll. Da gibt es eigentlich nur eine. Ist hier akkurat rein. Schön Stopper. Baff. Okay. Ein bisschen viel, ja. Die Position ist nix. Die ist nix. Ja, das weiß er auch. Bisschen was er machen konnte, ja. Möglichst keine einfache Ball oder ja, 9 hinterlassen für seinen Gegner hier, den Gerd Hörmann. Ist ihm auch gelungen. Ah, der geht die voll offensiv an. Ja, tief rechts, ja. Tief rechts hat er die jetzt gespielt. Die wollen jetzt hier so reinzwirbeln. Ja. Die sind aber mega schwer. Mega schwer. Hier und da gelingt mal einer, aber sind dann eher Ausnahmen. Gut, neuer Spielstand. 13:0. 3:0 nunmehr. Okay, Foul vermieden. Die Weiße ist auch noch auf dem Tisch. Einstiegsball hinterlässt er auch nicht. Aber für den Gerd Hörmann die Möglichkeit kontrolliert, aus dieser Aufnahme auszusteigen. Mal schauen, ob er das dann auch so tut. Oder. Ja, das ist ein Foul. Die wäre doch noch, die wäre noch direkt gegangen in die Tasche, aber. Foul, Ball in Hand. Läuft weiter, aber es geht noch.
Tja, die war vorbei. Zu schnell als die spielen als zu schnell. Die Kugel ist erst dann drin, wenn sie gespielt ist. Dann ist sie drin. Schön gezogen. Passt das Mittelloch. Grün Bereich. Okay, jetzt die liegt gerade. Gut, die kann er schön zurückziehen. Ja, können doch. Rückläufer. Oh, schön. Schöner Stoß. Schöne Qualität. Der Winkel sollte eigentlich auch passen. Ja, ist gut. Muss er nicht viel machen. Die Weiße hinter der 9. Ja. So, und jetzt fehlt noch die Kür. D9 ist drin und da ist der wichtige Anschlusspunkt. Ja. So, Neuspielstand 3:1. Das Team Hörmann-Nassal macht seinen wichtigsten Anschlusspunkt. Gespielt wird übrigens wechselbreiig. Ja. So, Marc Schmeer. Der Break war besser, da ist auch was gefallen. Einstiegsball ist nicht ideal. Ja, wäre wieder so ein Zauberball, wo man vielleicht auch spielen könnte, aber weiß nicht, ob das Sinn macht. Besser wäre eigentlich, kontrolliert auszusteigen hier aus dieser Aufnahme. Ja. Schauen wir, was er macht. Ja, da geht es ja doch offensiv an. Tja, und jetzt liegt es besser. Jetzt liegt sie besser. Und ja, muss eigentlich gar nicht viel machen. Position auf die 3 bekommt er. Ja. Auf. Vom Tempo her. Ja, ein bisschen gucken. Ja. Das ist gut, das Tempo. Das ist gut, das passt gut. So, jetzt muss man gucken, dass er auf die 4 stellt. Und das ist jetzt wiederum, das wird jetzt schwierig, weil da liegt ja noch die 5. Und die 5, die geht nur in eine Richtung und dann auch nur, wenn die Weiße richtig liegt. Weil die 8, die stellt ein Problem in zwei Richtungen dar. So, okay, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Oder der jetzt ein oh, okay, ist gut, passt. Jetzt guckt er, wie er runterkommt, die auf die 7, ne? Ja. Ja, ist gut, aber teuer. Da müsste er jetzt eigentlich viel Lauf spielen hoch links, da war schon so, dass die Weiße dann wiederum hier rechts, also unten an die kurze Bande, rechts an die lange Bande und dann schräg nach oben links Richtung kurze Bande läuft. Jo, da ist noch die 6, die hatte ich ja fast übersehen. Gut, jetzt ein bisschen pendeln lassen. Ja, dass die Weiße wieder hier auf die andere Seite kommt von der 7. Die ist zu kurz. Die ist zu kurz. Das gibt ein ganz dünnes Ding. Und das wird sich wieder ein Problem vom Tempo. Muss gucken, dass er die Weiße vom Tempo nicht zu schnell macht. Was sonst? Wenn die 8 hier. Gut. Gut. Gut, ja.
Ja, da guckt er sich lieber nochmal die Stopperlinie an. Ja. Die werden jetzt pendeln lassen. An der kurzen Bande her, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, die ist nämlich schnell und der trifft die 9, aber Glück hat, ja, er hat Glück, dass er sie noch gut trifft. Ja. Jetzt noch die, ja, gut. Ja. So, jawohl, freut er sich, kann er auch. Er hat einen wichtigen Punkt geholt für seine Mannschaft. Es steht 2 beide. Ne, 3-2 steht es nun. 3-2. 3-2. Und jetzt kommt der Mannschaftswettbewerb, beziehungsweise das Doppel. Jetzt kommt das Doppel. Mannschaftswettbewerb haben wir schon die ganze Zeit. So, Ingo nach Salbrecht. Ah ja, er bietet hier um mit dabei, der möchte gern das, ja, das Magic Ball Rack, diese Folie hier vom Tisch runternehmen, genau, wollte aber die Kugel nicht selber hochheben, ja, um nicht irgendwo sich vielleicht einen Vorteil damit zu verschaffen. Das ist immer besser, wenn man sich vom Gegner dabei helfen lässt und dann gibt es ja auch keine Diskussionen später. Dann passt das. Gut, passt. Ja. So, und jetzt sind wir nach Saal. Läuft ja. So. Ja. Gleichstand. So, Break Jörg Schmidt. Okay, da ist was rein. Oh, da ist ein Einstiegsball. Passt. Fortsetzung hat er auch.
der Einstiegsball geht dann nehmen. Wobei es ja auch kein einfacher war. Hier war es wohl auch nicht einfach. Und dahinter lässt er eine Sicherheit. Fast. Der Winkel passt nicht ganz, oder? Doch, doch, passt. In der Kamera sieht man es besser. Und jetzt nach links zur 6, an der kurze Bande. Oh, der hat was gewählt hier. Ja. Und zwar länger. Ui, 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 ui. Da hat er irgendwo nach Sal ja ein ganz schönes Problemchen zu lösen. Was macht er hier jetzt? Kontrolliert aussteigen. Ist nicht. Er lag zu dicht an der Bande. Deswegen kam der nicht weg. Deswegen gab es eben diesen Double Kiss. Ja. Und dann läuft nämlich alles ganz anders, als wie man es gedacht hatte. Ja, und die läuft quer raus und die Weiße kommt nicht hoch. Die bremsen sich dann gegenseitig aus. Okay, so kann man es auch machen, aber es hat nicht viel gebracht. Das ist jetzt nicht die einfache Position hier für den Marc Schmeer. Versucht als Bänder. Geht nicht? Tja, jetzt kann der Gerd hier sich mit der 8 hier herumschlagen. Ein extrem dünnes Teil. Jetzt schnell die Weise. Muss er aufpassen vom Tempo, dass er nicht zu schnell wird. Aber man muss aufpassen, dass die Weiße nicht in die Ecktasche fällt, hier oben links. Oha. Puh. Die ging daneben. Jörg Schmidt mit der Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen. Ach, dass ich mal ein bisschen Platz. Und die ging weit vorbei und geht hier oben noch rein. Nö. Okay, Gerd Hörmann. Er hat es jetzt in der Hand. Mal schauen, wie der liegt hier. Liegt die gerade? Die klappert auch. Wird nicht einfacher, die neuen. Was tun die jetzt, ja?
Das war ein Foul. Und Foul und er schenkt die 9. Okay, somit geht Gerd Hörmann und Ingo Nassal zum ersten Mal in Führung mit 4:3 gegen Jörg Schmidt und Marc Schmeer. So, Break in Gunnarsson. Und? Ja, da ist gar nichts gefallen. Nö, da ist nichts gefallen. Okay, aber die Position passt nicht, gar nicht. Die passt gar nicht. Falls er die überhaupt noch sieht. Ich glaube, da sieht er nichts mehr davon. Und dann müssen sie das Foul vermeiden. Ja. Sieht übel aus. Ist spielbar. Kann er lochen. Nur die Position. Aber wenn er semitisch spielt, die Weiße, dann müsste die eine auf die andere Seite rüberlaufen. Auf die 4. Hat sie auch gespielt. Okay, er sieht sie. Dann war es okay. Okay, ist drin. In guter Saal nun. Dünn, aber die geht. Ja, die kann man machen. Und macht sie rein, ist gut. Position ist auch gut, aber die liegt. Muss auch aufpassen, ja. Knapp hier an der Gande. Ja. Ja. Bauen ihre Führung aus zu einem 5:3.
Tja, irgendwie weiß der eine nicht, genauso wie der andere, wer jetzt gerade überlegt, aber man hat sich geeinigt. Tja, da hinten rechts, so neben dem Dartautomat, da sieht man so ein Stückchen Sprecherkabine. Sprecherkabine Marke Eigenbau. Wie so vieles hier gebastelt ist, auch dies gebastelt, mobil, klein, tragbar. Man soll mich ja auch nicht allzu arg hören, wenn ich hier hinter den Spielern sitze und über sie rede. Oder gar über ihr Spiel. Also das wäre fatal, das würde sie total verunsichern. Da habe ich hier so eine kleine Sprecherkabine mit Plexiglasscheibe und ja, PVC-Wänden zum Aufklappen, zum Auseinanderfalten und Aufklappen. Ja, alles so richtig Marke Eigenbau. Es muss ja alles in ein Auto einpassen. Und zwar in meinen Kombi. Einen riesen Bus fahre ich ja nicht. Ah, hat nicht gepasst, die drei. Ja, das muss alles immer ein bisschen klein sein. Alles muss klein sein und möglichst kompakt. Ich gucke auch immer, dass ich möglichst vieles vorverkabelt habe. Also das ist in meiner Kiste hier zum Beispiel, sind die Kabel, alles ist vorkonfektioniert. Also ich das nur noch in Monitor und Laptop das Kabel reinstecken muss. Ich muss nichts mehr suchen. Soll alles schnell gehen, schnell aufgebaut sein, muss auch schnell wieder abgebaut sein. Abends will man ja nach Hause, die anderen genauso wie ich auch. Die 6, die passt auch in die Mitteltasche. Ist aber zum einen eng, zum anderen muss er gucken, wegen der Position auf die 7. Da unten liegt die 8, da muss er noch von seiner hängen bleibt. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Tja, er bleibt hier an der 8 hängen, aber hat Glück. Das hätte auch ins Auge gehen können. Es könnte sein, dass er die 8 so trifft, dass er die Weiße und der Kopfbande in der Bande liegen bleibt. Er hätte vielleicht die 7 zwar lang spielen können, aber wäre dann immer runtergekommen auf die 8. Okay. Das. Kommt, läuft schön rüber. Ist drin. Sie machen ja einen Anschlusspunkt zum 5:4. 5:4.
Hey, da ist nichts gefallen. Nee, da ist nichts gefallen. Schaut so aus, im Einstiegsball. Nicht wirklich. Ist nicht wirklich ein Einstiegsball. Geht die 1? Passt die 1 hier ganz dünn in die Mitteltasche? Passt hier ganz dünn rein? Ich bin mir nicht sicher. Oh. Das ist natürlich Höchststrafe. Das ist Höchststrafe. Ja. Okay, also die dünnen Bälle hat er ganz gut drauf. Ja, da hat er schon den einen oder anderen schon weggespielt von den dünnen. Der Marc Schmeer. Hui! Oh, 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 oh. Da liegt die 4 an der Wand. Tja, wie spielt er da jetzt drauf? Wie kommt er da hin? Gar nicht. Tja, gute Frage, ja. Gute Frage, wie kommt er da drauf? Gar nicht. Vorbande, ja. Aber es bleibt liegen. Der liegt press hier. Die lag press. Da hätte ich aber mal als Gegner genau drauf geschaut, beziehungsweise, ja. Natürlich als Gegner, da hätte ich mal ganz genau drauf geschaut, weil dann wäre das nämlich das jetzt ein Foul gewesen. Wenn nämlich press an der Bande liegt, dann muss eine andere Kugel aber auch mal irgendwo noch eine andere Bande berühren, beziehungsweise den drüber laufen. Lag die press an der Bande? Lag nicht press, okay. Also der Spieler von eben hat mir versichert, hoch und heilig, ja, bei der Ehre seiner Familie. Ja, nee, die Augen können nicht lügen, nein. Nee, okay, definitiv. Also es lag nicht presst an der Bande. Oh, schön, schöner Jump. Schöner Jump, aber... Tja, da wird wohl wieder der Jump-Köbel benötigt, aber das wird ein böser Jump hier. Da muss man nicht aufpassen, dass er jetzt noch die 9 trifft. Ein Teil der 4 ist abgedeckt durch die 9. Schauen wir, lassen wir uns mal überraschen hier. Gucken wir uns das mal an. Gut, war korrekt. Aber hat nicht viel gebracht. Na doch, zumindest mal kein Ball in Hand. Naja, aber so schlecht sieht die Weise jetzt eigentlich auch nicht. Guck mal, ein bisschen Rückläufer. Position auf die 5. Hat er dann eh. Dann muss er gucken, also mit dem Lauf. Oh, das glaube ich nicht. Das ist er da. Ui. Das war der Marc Schmeer. Also ich habe schon Bälle gesehen, die lagen etwas schwerer. Aber nun gut.
So, jetzt gleich ein bisschen nachrutschen lassen, Rehweiser. Oh, die war zum einen viel zu weit nachgerutscht und zum anderen nicht gelocht. Doppelte Strafe. Gut, Möglichkeit für den Jörg Schmidt. Das könnte auch nicht der Jörg Schmidt hier jetzt klären. Das soll da eigentlich drin sein jetzt. Auch er verschießt die 6. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht, der Hammer. Das ist ja Hammer. Jetzt aber. Aber zu weit. Jetzt haben sie schon mal wieder eine Aufgabe, die sie selber gestellt haben, ja. Okay, drin. Und läuft zu weit, aber gut. Das kann er kompensieren. Das kann er, dann lässt er es halt laufen. Aber das ist auch was, wenn er verschießt. Ist aber was, das schießt man gerne mal, weil man dann versucht mit viel, viel Lauf und Gewalt und. Das sieht gut aus. Die schaut gut aus. Ja. Das könnte jetzt, das ist es auch, das 6 zu 4. Das 6 zu 4, genau. 6 zu 4 für das Team Hörmann Nassal gegen Schmidt Schmeer. So. Okay, ist das gefallen mit dem Einstiegs? Ja, und? Aber kein Einstiegsball. Da liegt die 2 dazwischen. Ich meine, er kann zumindest mal einen Foul vermeiden, aber da muss er aufpassen. Wenn er versucht, irgendwo eine Sicherheit zu hinterlassen, dass das auch was wird. Ja, das ist gut. Also gut, nicht so weit. Oh, ist schon fast wieder ein Kiss-Shot auf die 4 möglich. Könnte ein Kiss-Shot auf die 4 möglich sein. Ne, auf die 8. Ne. Ne, das ist die 4. Ging direkt. Und jetzt die 2. Ist gut. Vielleicht etwas mehr Winkel. Was mehr Winkel wäre von Vorteil gewesen. Wie kommt man jetzt auf die 4, wenn er sie hier hinlegen kann? Ja, hier hinlegen. Okay, und Dusel. Und Dusel. Ja, aber so spät ist doch noch gar nicht, dass wir jetzt noch nicht wissen, wer jetzt dran ist. Ist ja noch zu früh, ja, viel zu früh.
Knapp verfehlt. Knapp verfehlt, aber verfehlt. Ja, da schaut er jetzt schon mal auf die Position auf für die 4. Und? Ja. Ah, jetzt. Tief rechts oder mit viel links dafür, also das heißt Konter-Effe. Oh, also er kann Effe spielen hier, ja. Das war zu much, too much. Das war zu viel des Guten. Da schenken sie das Spiel her. Drei Bälle, Ball in Hand. Als das sollte eigentlich machbar sein für das Team Schmidt Schmeer. Das passt. Tja, jetzt einfach ein bisschen abtropfen lassen von der kurzen Bande. Okay. Der Vorsprung, der schmilzt etwas dahin. Jetzt haben wir noch ein 6:5. Oh, da, doch geschoren. Und doch noch. Und doch noch ein. Das war der Jörg Schmidt hier. Mit dem Masse-Trägheitsball. Vorbei. Gut, Igor Nasal. Nee, Gerd Hörmann. Gerd Hörmann ist dran. Ah, jetzt läuft es aber nicht mehr rund für die beiden. Die haben. Ist ein bisschen die Luft raus, ein bisschen Fahrten verloren, womöglich. So.
muss er mit viel Gefühl rein. Na dann. Vier Bälle zum Gewinn des Satzes. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sie das jetzt auch wirklich durchziehen oder ob sie sich das jetzt nochmal vom Brot nehmen. Gut, die 7 ist drin. Krass, okay. Müssen wir merken hier, bei 57,30, um mal reinzuschauen. Oh. Das ist der Hammer. Krass. Oh. Das ist ein Materialfehler. Es ist ein Materialfehler. Das ist natürlich, ja, schade. Schade. Da können die beiden ja nichts dazu dann, ne? Okay, dann weiter geht's. So, mit Gleichstand, 6 beide. Mhm. Ja, der Gegner sagt auch, ja, eigentlich haben wir es nicht verdient. Ja. Klar, aber da können die auch nichts dafür. Genauso wenig wie die anderen, ist halt jetzt so, wie es ist. Ist alles offen. So, jetzt nochmal hier auf die Tasche. Hm. Okay, sowas zählt auch. Sowas geht auch.
Ja, schaut sich hier die Position an auf die 4. Ja, klar, man muss ja Staffel 2 spielen, aber hier immer noch auf die 4. Und da ist er jetzt gleich nach der 2 schon dran. Ja, deswegen, ja. Ja, jetzt ist mal Smalltalk gehalten hier. Oh, die ist noch, aber mal heftig. Okay, die war fester. Ja, jetzt hat der Ingo Nassal ja ein Problem zu lösen. Er muss gucken, dass er hier dass er Ball in Hand vermeidet. Und das macht er auch. Und mit einem Resave, Herr Grobe, Subi, großes Kino. Sehr schön. Jörg Schmidt. Okay. Foul, Ball in Hand. Und jetzt. Bisschen weit. Das bekommt er weh arbeiten. Oh, dann wird natürlich so ein Ball wieder schwer zum. Der sieht aber noch was von der 6. Ist dünn. Und womöglich kann er die sogar noch direkt spielen. Schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Na gut, aber hat's voll vermieden und legt einen 3-Safe ab. Prima. Mehr. Ja. Tja. Ball in Hand, 4 Bälle. 4 Bälle zum Satzgewinn. 6 beide, beide on the hill. Ball in Hand. Und nur noch 4 zu spielende Kugeln. Da bin ich jetzt mal gespannt hier. Und Ball in Hand verschießt die 6. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Das ist ja wohl der Hammer, ja. Das ist ja eine Spannung, nicht mal zu toppen. Da liegen ja die Nerven blank. Und? Okay, und jetzt? Kombi? Kombi? Ich spiele jetzt die Kombi. Und? Hier wird auch gezielt. Und? Mit der Kombination auf den 9 könnte es jetzt vorbei sein. Nö, oje, die geht weit vorbei, die 9. Und jetzt? Ah. Okay, wieder Kombi. Wieder Kombi. Was wird er sich jetzt denken? Was macht er? Kombi?
da schon irgendwo eine Kombi probiert. Aber jetzt wird es natürlich übel hier. Jetzt wird es übel. Die 7 ist nicht das Problem. Was das Problem ist, dann die 8. Ja, die 8 ist das Problem. Muss er gucken, da muss er gleich, auf eine Sicherheit, auf ein Safe stellen. Aber die 8 wird wohl hier an der 9 nicht durchpassen. Zum Beispiel, dass er löst, lösen. Da reicht der Winkel nicht dafür. Ja. Dafür reicht der Winkel nicht. So, okay. Dann geht's mal an den Gegner. Mal schauen, was der sich hier einfallen lässt. Mach irgendwas. Ja, das ist so diese Ausdrucksform. Mach irgendwas. Ist egal. Ich nehme alles. Ich spiele alles. Ist mir Wurst jetzt. Ich habe Bollenhänden verschossen. Mir ist das alles egal. Ja, es ist klar, 7 Wochen hatten wir vorhin schon. Ja, das Problem aber ausschießen. Oh, okay, was tut man jetzt alles für die Ablage? Und jetzt ein Bender, da wird nicht gehen. Ein Bender geht nicht. Ich glaube, ein Bender geht da nicht. So, Jörg Schmidt. Jörg Schmidt. Ja, er bekommt von allen Seiten Zuspruch. Man versucht ihm keinen Druck zu machen und ihm ja nicht zu vermitteln, dass es 6-6 steht. Ja. Und er jetzt über Sieg oder Niederlage entscheidet hier. Und dann schauen wir mal, was macht er? Was probiert er? Wow, ja krass. Aber. Oh. So, ich habe die schwere Kugel gemacht, jetzt mach du die leichte noch. Holla, die Waldfee. Ja. Und? Der Bender geht rein. Und die Weiße auch. Und nee. Oh, wie krass. Super. Wie krass, ja. Hä? Tja. Das war ein hartes Spiel hier. Ein harter Kampf. Es war wirklich ein harter Kampf hier. Ja. Hat der Kampf. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und Zuhören. Ein schwarzer Balken. Du möchtest einen schwarzen Balken auf YouTube. Okay. Wenn du auf Tisch 7 spielen sollst, dann... Ja. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos auf meinem Kanal. Schaut rein. Wir sind hier im Miro auch noch nicht zu Ende. Das Finale kommt erst noch. Das dauert halt jetzt noch ein bisschen. Bis dann. Danke. Tschüss.